Servus! Yo, was geht ab, meine Freunde? Meteor am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Part vom Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Und ihr könnt schon hören, meine Stimme ist was angeschlagen, Freunde. Deswegen von vornherein schon mal. Es wird nicht die längste Folge sein. Ich werde versuchen, ein bisschen weniger zu reden als sonst. Und das passt eigentlich ganz gut, weil die Transferphase rum ist. Und vielen Dank für eure tollen Kommentare und für euren tollen Support. Und einige haben gesagt, ich hätte dann doch Dybala geholt statt Lewandowski. Aber da muss ich sagen, ja, ihr wisst ja, Potenzial hin oder her, ich bin eher so ein Mann der Storys. Aber trotzdem, ich verstehe euch da absolut und bedanke mich auch nochmals für die Kommentare. Aber meine Stimme ist echt angeschlagen, deswegen versuche ich das relativ kurz zu halten hier am Anfang. Und wir spielen heute gegen Porto und gegen Köln, das habt ihr entschieden. Und werden zum Beispiel das erste Spiel gegen Stuttgart simulieren. Und wäre super, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Genauso wie, dass ich heute kein Snapchat einbauen werde, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ihr könnt gerne Feedback in die Kommentare posten. Aber ich kann euch sagen, morgen kommt ein Video. Es kommt sogar teilweise, wird ein Double-Upload die Tage geben. Durch den Lions Cup auch. Wir haben einige Videos für euch geplant. Es kommt auch einiges auf euch zu, wo ihr von profitieren werdet, Freunde. Also ihr habt da einige Chancen, was zu gewinnen, habe ich das gesagt. Aber da kommt noch ein genaueres Video zu, Freunde. Und ich muss sagen, meine Stimme ist schon was besser, aber ich muss trotzdem vorsichtig sein. Und deswegen legen wir jetzt auch los und hoffen, dass die Stimme hält. Wir spielen jetzt gegen den Aufsteiger aus Stuttgart, Freunde. Und das ist ein interessantes Spiel. Und wir drücken auf Simulieren. Ihr könnt die Aufstellung sehen. Und an dieser Stelle würde ich euch gerne auf das Spiel oder auf das Video von Sonntag verweisen. Da waren wir nämlich wieder beim Training aktiv. Und ihr feiert das übelst. Das freut uns so sehr. Da geht unser Herz auf. Und das macht uns echt glücklich, Freunde. Muss einfach mal gesagt werden. Bayern für 2-0, Matic und Eriksen. Und Dahoud kriegt die gelbe Karte und macht das Tor. Das ist ganz stark. Reus ist im Spiel. Macht keine Scheiße. Zu Hause müssen wir es gewinnen, Freunde. Kevin Großkreuz. Ist das die Story, Freunde? Kevin Großkreuz trifft, aber Mo Dahoud hat da was gegen, kurz vor Schluss, 87. Spielminute, unglaubliche Story, hätte hier Kevin Großkreuz den Punkt quasi erschossen, das wäre krank gewesen. Somit sind wir auf Tabellenplatz 1 nach 4 Spieltagen, die Bayern haben 9 Punkte, Ingolstadt 10, überraschend, Hamburg 7, RB Leipzig 7 und Leverkusen 7. Da sind wir dann auch schon, Freunde. Wir spielen gegen den FC und treten in der 4-1-2-1-2-Formation an. Und ich habe mal ein paar Spieler wieder eingesetzt. Das habt ihr auch kommentiert. Lasst den und den mal wieder ein bisschen öfter spielen. Pulisic und Paslak in diesem Fall. Genauso wie Erik Durm ist jetzt mir mal so eingefallen, dass der jetzt ein paar Mal, wobei ich den eigentlich ziemlich gut mit einem Schmelzer rotiere. Und vorne drin Aubameyang und Lewandowski. Denke ab zwei, Halbzeit 2. Irgendwann wird dann Emre Mor ins Spiel geschmissen. Ich würde sagen, Kapitän ändern und dann los geht's. So, Freunde, da sind wir dann auch schon beim FC und ich werde wahrscheinlich nur die nötigsten Szenen kommentieren, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, da ist Robert Lewandowski und ich muss versuchen, echt meine Stimme zu schonen, damit ich die Tage Videos machen kann, weil das wäre echt scheiße zu Beginn von Dezember, wo wir so viel geplant haben. Das wäre echt mies und deswegen versuche ich mich ein bisschen zurückzuhalten, trinke fleißig Tee und ja, diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen das auch schon was länger und deswegen, nicht was länger, aber wussten das schon vorher und vielen Dank da auch für die Nachrichten und für die lieben Posts und alles mögliche und Weigl holt sich den Ball hier ziemlich gut wieder, aber der Pass ist nicht so doll und kriegt der FC die erste Chance, Paslak hat da was dagegen, Paslak hat da einiges gegen, oh, das ist gut gespielt, das ist gut gespielt, Pulisic, Pulisic, und Birki, aber der Nachschuss. Und nochmal Birki. Und das sind ja die getauschten Torhüter, Freunde. Birki beim FC und Timo Horn bei uns im Kasten. Riesenchance. Oh, da ist Lewandowski. Robert! Lewandowski, Freunde! Ganz stark! Unglaublich, ihr könnt es an meiner Reaktion merken. Ich habe nicht gerechnet damit, dass er den Ball noch kriegt. Aber das ist die Klasse von Robert Lewandowski. Mario Götze steckt den Ball durch und der Ball fast gehalten von Birki und wir treffen, Freunde, ganz stark Robert Lewandowski mit seinem ersten Treffer. Nein, zwei hat er schon. Hat er schon letzte Folge getroffen? Sorry, ich bin so durch den Kopf, durch den Wind, durch den Kopf. Oh, gut gemacht. Ousmane Dembélé. Da ist das 2-0, Freunde. Ousmane Dembélé.
Und wir spielen das hier richtig gut. Ich weiß gar nicht, was heute mit mir los ist. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mittlerweile, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen mehr gespielt jetzt auch für den Lions Cup. Da kommt man natürlich auch irgendwann ein bisschen besser ins Spiel rein. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir beim Lions Cup große Ambitionen haben, Freunde. Das muss jetzt mal direkt klargestellt werden. Und jetzt, demnächst steht auch das erste Spiel an und kommt dann auch zeitnah online. Ich bin gespannt. Wollen natürlich unser Bestes geben, aber falls wir da rausfliegen sollten, ist das nun mal so. Aber man sollte nie ohne Hoffnung da reingehen. Halbzeitpause, Freunde. Und ihr könnt sehen, die Kölner hatten wirklich einen Schuss aufs Tor. Das war wirklich nichts Dolles. Und wir hatten einige Chancen. Pirki musste einige Male hin und führen verdient, denke ich, 2-0. Und wir hoffen, dass wir weitermachen können. Los geht's. Oh, Robert Lewandowski. Ganz stark gemacht. Robert! Und das Roman. Pirki und Aubameyang im Nachschuss wird gestört. Das war stark gemacht. Das war ein starker Ball auf Osako, der frisch reingekommen ist. 60. Minute, Freunde. Wir bringen jetzt mal Emre Mord rein. Und das war der Anschlusstreffer für den FC mit der ersten richtig guten Chance. Aber Yuya Osako. Oh, Götze. Den muss er machen. Mario Götze, Pirki. Und Oba fliegt am Ball vorbei. Der ist schnell. Der ist schnell. Und hinten sind nur noch zwei Leute. Aber eins gegen zwei schaffen wir nicht. Oder? Können wir vorbeiziehen? Und das ist ein Foul. Das ist ein Foul. Jetzt liegt Emre Mord verletzt am Boden. Unser Youngster, der gerade reingekommen ist, ist verletzt. Come on, Schürrle. Das ist so dumm. Das ist so schlecht eigentlich. Ich wusste schon eine halbe Stunde vorher, dass ich den Ball nicht mehr kriegen werde und dass ein Elfmeter ist, Freunde. Das ist echt blöd gemacht irgendwie. Naja, da macht man nichts. Ich werde... Soll ich jetzt Aubameyang oder Lewandowski nehmen? Aubameyang hat bessere Elfmeter-Präzision. Ich werde was probieren, Freunde. Ich werde was probieren. Oh, es klappt ganz frech in die Ecke gelupft, Freunde. Ganz frech. Aubameyang, Freunde. Und dann gehen wir mal kurz zu Boden. Und ja, ganz stark. 3-1. Das ist ein bisschen schade mit Emre Mor, finde ich, dass der verletzt ist. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer oder mit wem wir auf die Torschützenkrone gehen sollen. Mit Lewandowski oder mit Aubameyang? Das würde mich interessieren, Freunde. Wen ihr öfters die Elfer schießen lassen würdet oder auf wen ihr eher querlegen würdet. Und das Spiel ist rum. Und das Spiel ist rum, Freunde. Wir gewinnen gegen den FC und ich denke, das geht unterm Strich ganz klar in Ordnung. Und wir schauen nochmal. Ja, drei Schüsse hatten die dann noch, aber wir waren ganz klar überlegen in diesem Spiel und denke, ein 3-1 geht auch in Ordnung. Emre Mor fällt Gott sei Dank nur 4 Wochen aus, aber trotzdem ist es eine Verletzung, die mich ärgert. Für die nächste Folge, Freunde, könnt ihr euch entscheiden zwischen Werder Bremen, Gladbach, Champions League gegen Juventus Turin und Pokalspiel gegen Sandhausen, Freunde. Da findet ihr die Abstimmung in den Infokarten. Viel Spaß dabei. So, Freunde, jetzt geht es auch gegen den FC Porto. Champions League ist angesagt und wir spielen mit Schürrle vorne im Sturm, weil unsere anderen Stürmer, Lewandowski und Aubameyang, Memo Raul Bobadilla ist ja verletzt, beide erschöpft sind. Und somit habe ich gedacht, Schürrle kann Stürmer spielen, probieren wir es einfach mal aus. Falls jetzt nicht klappen sollte, können wir die anderen beiden immer auch reinbringen. Ansonsten haben wir noch mit Reus, Shaqiri und Dembele natürlich eine Top-Offensive vorne drin. Und ich bin echt gespannt, Freunde. Guerrero probieren wir auf Linksverteidiger diesmal. Und das sollte auch irgendwie klappen, oder? Los geht's. So, Freunde. Champions League zu Hause gegen Porto. André Schürrle vorne im Sturm. Und jetzt ist es soweit. Let's go. Und André Schürrle. Oh, das ist... Ich hätte oben auf Reus gespielt, Freunde. Und in dem Moment werde ich gefoult. Es gibt noch nicht mal Gelb. Aber von dort versuchen wir mal, Reus drauf zu schießen. Ich hoffe, das klappt. Marco Reus ist auch am Ball. Marco Reus ist da. So, jetzt probieren wir es einfach mal. Marco Reus. Marco Reus, der kommt aufs Tor, aber Casillas ohne Probleme. Shaqiri, einen weiter auf Schürrle. Wir haben immer auch den Ball, Schürrle. Jetzt mal den Abschluss suchen. Und der Kopfball kommt. Oh mein Gott. Wenn das Ding in reingegangen wäre, Freunde, wäre das genial gewesen. Schaut euch das mal an. Oh, bitter, 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 bitter. Iker Casillas, klasse gemacht. Corona, was ist da los? Und Weidenfeller, nein, Nachschuss zu. Er darf nicht schießen. Gut. Puh. Freunde, ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Und jetzt müssen wir nur noch ein Türchen erzielen. Das wäre ganz, ganz wichtig, nachdem wir unentschieden gegen Feyenoord gespielt haben.
Und jetzt aber legen wir ab. Da ist Gonzalo Castro, der hat einen Schuss. Gonzalo Castro, der Abpraller. Schürrle, Schürrle, Schürrle. Weidenfeller, was eine Parade, Freunde. Was eine Parade von Weidenfeller. Ganz stark. Kurze Ecke von Porto. Wir müssen den Ball abfangen. Wir müssen den Ball abfangen. Nein, nicht schießen lassen. Roman, du Teufelskerl. Wie hat er den gehalten? Was machen die? Was machen die? Wir müssen sie stoppen. Abseits? Kein Abseits. Oh, das ist gut gemacht. Pfosten und drin. Oh, Mann, Mann, Mann. Ey, wie ging das denn? Guckt euch das mal an. Da kommt der Ball mit der Grätsche zurück und dann von dort in den Pfosten rein. Wir stellen um, Freunde. 4-2-4. Schürrle geht nach links. Aubameyang, Lewandowski vorne rein und Dembele rechts. Wir müssen was reißen. Freunde. 2-0. Roman Weidenfeller pariert erst gut, aber danach sind wir da hinten zu offen, dass der Nachschuss ohne Probleme reingehen kann. Pereira, wir gehen hier richtig unter. Wird das eine Blamage in der Champions League sein? Und wir wollten das ja nach der letzten Saison eigentlich besser machen. Wir verlieren 2-0. Das ist echt hart. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber was wir machen, vielleicht auch nicht unverdient, habe einfach nicht gut genug gespielt. Deswegen schauen wir jetzt auf die Tabelle. Juve hat gewonnen. Ich glaube, wir sind auf Tabellenplatz 4. Wir sind letzter. Dadurch, dass Porto auch erst 3 Punkte hat, ist aber alles noch möglich, Freunde. Wir haben noch 4 offene Spiele. Natürlich, wenn man alle 4 gewinnt, dann ist man sowieso durch. Aber wenn wir, sage ich mal, 3 gewinnen, das sollte dann gegen Feyenoord das Rückspiel sein, gegen Porto das Rückspiel sein und ein Spiel gegen Juve, dann ist noch alles möglich, Freunde. Also, kein Grund zur Panik. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir ins Spiel gegen Mainz. So, Freunde, wir simulieren das Spiel gegen Mainz 05. Und ihr könnt sehen, die sind nicht gut drauf. Wobei die auch gegen RB Bayern und gegen Nancy wahrscheinlich in der Euroleague gespielt haben. Aber das soll nichts heißen. Ihr könnt unsere Aufstellung sehen. Lever und Ober vorne drin. Und jetzt müssen wir gewinnen. Zu Hause müssen wir gewinnen, damit wir oben auf Platz 1 bleiben, Freunde. Schalke führt. Hoffenheim 1-1. Bei uns passiert gar nichts. Und die Stimme gibt langsam nach, Freunde. Also ich muss aufpassen, wieder einen Tee trinken. Rote Karte und 1-0. 1-0 durch Reus, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass das klappen könnte, Freunde. Das müsste klappen, vor allem in Überzahl. Vielleicht noch ein 2-0 nachlegen jetzt hier in den letzten 10 Minuten. Müsste eigentlich drin sein. Da ist es, André Schürrle. Und somit gewinnen wir 2-0 gegen Mainz. Wir sind an der Tabellenspitze vor den Bayern und Hamburg, Freunde. Und das sieht doch ganz gut aus. Ich habe euch ja eben schon mal gezeigt gehabt, wofür ihr abstimmen könnt. Ich zeige es gerne nochmal. Bremen, Juventus, Gladbach und Pokal gegen Sandhausen. Also, es wird spannend. Simulieren wir die beiden Bundesligaspiele? Ich weiß es nicht. Das entscheidet ihr. Und dann sind wir schon fast im November. Und dann steht schon wieder... erst im Januar steht die Transferphase an. Aber ich bin echt gespannt, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es relativ kurz war, auch wegen meiner Stimme halt. Ich hoffe, dass die Folge, die nächste Folge besser sein wird. Aber die Folge am Samstag wird durch ein anderes Video ersetzt, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Es wird ein cooles Video. Coole Fußball-Sachen. Also seid gespannt. Wirklich cool geworden. Und ich hoffe, dass es euch dann auch gefallen wird. Aber es werden sowieso, wie gesagt, vielleicht mal hier und da ein Double-Upload kommen durch den Lions Cup. Und deswegen haut rein, halt die Ohren steif und bis demnächst. Euer Mitty. Ciao.